Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 14. April 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage. Mond hat eine abnehmende Mondphase und übergeht von Tierkreiszeichen Fischen zu Tierkreiszeichen Widder und heute läuft 3,9 Grad südlich im Merkur vorbei. Merkur ist stationär. Das heißt, bis jetzt war rückläufig, die Energie war nach innen gerichtet, heute ist Stillstand, eine konzentrierte Kraft, ändert sich die Richtung und ab morgen bewegt sich vorwärts. Merkur wird ab morgen direktläufig. Natürlich hat das auch eine Bedeutung, die Gespräche bleiben stehen, wir finden nicht die richtigen Worte. Besonders wenn es um unsere Gefühle geht, weil die Mond hat einen Einfluss auf die Merkurbewegung und bei Mondenergie handelt es sich um Emotionen. Mond bekommt einen Einfluss von Divda und dieser Divda befindet sich im Sternbild Walfisch und diese Walfisch fesselte Andromeda. Wer hat Andromeda befreit? Das war Perseus. Und wie war die Geburt von Perseus? Es gab einmal eine wunderschöne Königstochter Danae. Und der Orakel von Delphi prophezeite dann, wenn diese Königstochter ein Kind bekommt, dann stürzt der König. Der König war vorsichtig und sperrte seine Tochter Danae, damit sie nicht schwanger sein kann. Nein, kam dann Zeus und Zeus liebte schöne Frauen, aber diese schöne Königstochter war eingesperrt. Zeus verwandelte sich in einen Regen, goldenen Regen und so näherte dann zu die Königstochter und tatsächlich wurde sie schwanger und gebar Perseus. Der König wollte die beiden loswerden und vertrieb im Meer. Natürlich, die König meinte, die beiden, auch seine Tochter und auch sein Enkel werden dann sterben. Aber ein Fischer hat die beiden gerettet und so hat Perseus die Fahrt überlebt. Und Perseus ist der, wo mit seinem Schwert Andromeda befreit hat von den Fesseln. Welche Fesseln und warum wurde Andromeda gefesselt? Es gab eine Königin namens Cassiopeia. Und Cassiopeia prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Die Meeresjungfrauen hat es nicht gefallen und sie haben sofort bei Poseidon beschwert. Poseidon ist der Gott des Meeres. Poseidon schickte dann den Walfisch in Königreich, die prahlende Königin zu bestrafen. Der Walfisch machte gar nicht das, was Poseidon befehlte, sondern er nahm Andromeda, die Königstochter, und fesselte in Felsen. In die Nähe war Medusa, die furchterregende, und man sagte, wenn jemand Medusa erblickt hat, hat so Angst bekommen, hat sich wie ein Stein verwandelt. Natürlich hat Andromeda auch Angst gehabt, bis dann Perseus kam mit seinem Schwert, tötete den Medusa, auch den Walfisch, und befreite Andromeda von diesem Fessel. Und das hat eine symbolische Bedeutung. Mit diesem Divda, der Hauptstern,
von Sternbild Walfisch sollen wir etwas vorsichtig sein. Welche Einflüsse kommen von außen? Will jemand uns etwas befehlen, etwas vorschreiben oder uns fesseln? Gefangen halten, das ist die Botschaft. Und Algenib ist die Hauptstern von Sternbild Perseus. Und dieser Stern, Algenib, natürlich ist die Befreiung, so wie Perseus Andromeda befreit hat. Das heißt, die Ängste loslassen, von unserem Ängste befreien. Diese hell leuchtende Stern Algenib in Sternbild Perseus hat eine gelbe Farbe. Und das ist die Geschichte dazu, also wir sollen darauf achten, welche Einflüsse kommen, keine Angst zu haben, sondern von unserem Ängste befreien. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen wieder in Osthorizont auf. Im gleichen Moment geht die Tierkreiszeichen Waage in Westhorizont nach unten. Und wie sind die Einflüsse, wie erleben das die einzelnen Tierkreiszeichen? Sonne bewegt sich in Tierkreiszeichen wieder, nähert sich zu Uranus, löst etwas aus, unerwartete Ereignisse oder eine Überraschung. Vielleicht trifft es nicht heute, aber das nähert sich und das erleben wir dann in die Tagen. Das trifft nicht nur die Wiedergeborenen, sondern auch die Löwengeborenen und die Schützengeborenen. Merkur bewegt sich, beziehungsweise heute bewegt sich gar nichts, heute ist stationär, Merkur ist im Stillstand, aber befindet sich in Tierkreiszeichen wieder. Und weil Mond einen Einfluss hat auf den heutigen Merkur-Stillstand, handelt sich um Gesprächen und um Gefühlen. Die Bedürfnis ist da, über Gefühlen zum Sprechen. Aber das ist alles, bleibt im Stillstand. Es ändert sich die Richtung und das ist ab morgen spürbar, kommt auch etwas in Bewegung. Durch die Mondenergie trifft uns das alle, also nicht nur die Wiedergeborenen. Die Wiedergeborenen haben auch die Bedürfnis, etwas ins Licht zu bringen, sich präsentieren, mal in die Mitte zu stellen. Das ist die aufsteigende Tierkreiszeichen gerade in Osthorizont, also wirkt natürlich das auch. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen haben eine schöne Liebesenergie. Venus bewegt sich hier, kommt ein schöner Einfluss von Mars und Mars und Venus, die sind die beiden Liebesplaneten. Also eine starke Liebesenergie, was natürlich hilft bei den Stiergeborenen, bei Jungfrau geboren, aber auch die Steinbockgeborenen spüren auch diese Energie. Für die Stiergeborenen ist natürlich ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft und das Glück steht in die Seite heute bei den Stiergeborenen. Und die Stiergeborenen haben auch dieses Bedürfnis wahrgenommen werden und sie werden auch wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist das Thema gerade Werte, Wertschätzungen und Finanzen. Heute bei diesem stationären Merkur ist nicht klug, Verträge unterschreiben, weil das wirkt diese Energie auf die Geschehen. Und das würde heißen, es bleibt alles stehen, bewegt sich nichts, sondern wir warten bis morgen, bis die Richtung ändert und kommt in Bewegung. Dann kann man gut einen Vertrag unterschreiben, was für die Zwillingsgeborenen natürlich ein finanzieller Vorteil ist. Die Zwillingsgeborenen haben auch eine schöne Liebesenergie und jetzt ab heute auch ein gutes Gefühl, die Begeisterung, Veränderungen, Begeisterung ist spürbar. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen brauchen zurzeit Sicherheit, Stabilität, eine feste Boden unter den Füßen, ein Fundament und auch Ruhe. Momentan ist eine gewisse Spannung da. Lieber warten, bis die Neumond vorbei ist und beginnt die zunehmende Mondphase. Dann ist eine bessere Zeitqualität für die Krebsgeborenen und so kommt alles in Ordnung. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben immer noch karmische Themen. Natürlich, hier gibt es auch Aufgaben. Sie spüren auch die schöpferische Kraft
Umbrüche, Veränderungen sind zum Erwarten, besonders in beruflichen Situationen. Viele Löwengeborenen suchen gerade die Berufung. Merkur ist gerade stationär, das heißt, die Gespräche gehen jetzt nichts voran, aber ab morgen dreht sich etwas, kommt eine andere Richtung und das wird auch spürbar sein bei den Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren fühlen sich in gewissem Maße unsicher. Hier kommt auch eine bessere Energie, wenn die Neumond vorbei ist und beginnt die zunehmende Mondphase. Dann kommt eine Bestätigung, dann kommt etwas in Ordnung, besonders was die Liebepartnerschaft betrifft. Beruflich fühlen sich die Jungfrau geboren auch noch beengt, sie bekommen nicht genügend Anerkennung und viele Jungfraugeborenen möchten sich neu orientieren. Bei den Tierkreiszeichen Waagengeborenen werden Veränderungen kommen, das spiegelt etwas im Leben und sie sollen auch mutig zu sein, schnelle Entscheidungen treffen und diese Chancen, Möglichkeiten wahrnehmen. Zurzeit ist es aktuell die beruflichen Neuorientierung. Die Tierkreiszeichen Skorpion geborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft. Aber weil Venus etwas spiegelt momentan für die Skorpion geborenen, heißt es nicht nur warten, bis der andere sich meldet oder Gefühle zeigt oder die Gespräche sucht, sondern die Skorpion geborenen sollen die erste Schritt machen, weil so kommt das alles in Harmonie, so kommt das in Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Schützen geboren sind Veränderungen zum Erwarten, Umbrüche, Veränderungen, eine Überraschung, unerwartete Ereignisse, auch Gespräche, nicht heute, aber ab morgen kommt alles in Bewegung, es dreht sich etwas oder kommt eine neue Richtung. Die Tierkreiszeichen Steinbock geboren haben eine schöne Liebesenergie und haben auch Wünsche und Sehnsüchte und das sollen die Steinbock geborenen auch bewusst wahrnehmen und auch daran glauben, besonders wenn es um die Liebepartnerschaft geht, aber beruflich bei Selbstständigkeit haben auch eine gute Energie. Auch wenn durch die Mondbewegung eine gewisse Spannung spürbar ist, aber wenn Neumond vorbei ist und beginnt die zunehmende Mondphase, kommt auch etwas in Bewegung. Die Tierkreiszeichen Wassermann geborenen ist auch ein beruflicher Aufstieg und ab morgen hier dreht sich etwas, kommt eine neue Richtung oder eine Nachricht zum Erwarten oder unerwartete Ereignisse. Und das erleben Sie, die Wassermanngeborenen, im beruflichen Umfeld. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist wichtig, die Gefühle wahrzunehmen. Es ist auch eine Heilenergie, ein Heilungsprozess, nicht nur für sich selbst. Ängste loslassen, in Kraft zu bleiben oder bei Krankheiten wirklich die Heilung kommt, sondern die Fischengeborenen setzen sich auch für anderen ein oder haben als Berufung, diese heilerische Berufung, nicht jeder einzelne Fischengeborenen arbeitet im Gesundheitsbereich, aber viele Fischengeborenen gehen in diese Richtung, weil daran liegt bei einigen Fischengeborenen die Berufung und das ruft auch. Und es wäre eine Richtung bei vielen Fischengeborenen, eine berufliche Veränderung, die heilerische Bereich. Aber wenn das nicht beruflich ist, trotzdem können die Fischengeborenen für anderen da zu sein und einen guten Rat zu geben, Kraft zu geben. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich möchte noch die Blitzberatungen erwähnen und erklären, was ist es. Es ist eine E-Mail-Beratung, das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail, Sie können auch ausführlich schreiben, ich nehme gerne die Zeit dafür. Und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell, noch im selben Tag bekommen Sie die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com.
Komm und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.